kurz überprüfen, ob die echt ist, ob kein Glied angefeilt ist oder sowas. Lass dir Zeit. Was bist du vom Beruf? Natürlich ist es keine Geschweißte, weil damit ist es unmöglich. Okay? Aber wenn das jetzt funktioniert, zeige ich euch einen Trick. Der ist berühmt aus dem Film La Strada mit Anthony Quinn. Und Jürgen, was du jetzt machen musst, okay? Ist eine Art Entfesselungsnummer. Nein, wie heißt das? Mario? Ja. Wer war Jürgen? Okay. Entschuldigung. Es ist verdammt schwierig, sich so viele Namen zu merken. Also Mario, du versuchst jetzt, mir diese Kette um den Brustkorb einmal zu wickeln und mit diesem gigantischen Vorhängeschloss zu verschließen, okay? Und das muss so fest wie möglich sein, okay? Hat das hin? Und ich versuche mich dann daraus zu befreien. Das Schloss vorne. Okay. Oh oh, das geht ganz leicht sogar. Der Fesselschloss ist weniger. Man macht sich erstmal ganz schick. Danke. Okay, du kannst wieder auf deinen Platz gehen. Danke. Okay. Ich muss hier eine Weile so blöd dastehen, okay? Während ich es nur mal erkläre. Weil ich werde jetzt. Danke. Versuchen, indem dass ich meinen Brustkorb anspanne, diese Kette zu sprengen, okay? Die ist echt und nicht angefeilt, okay? Also Baumarkt hat 5 Euro gekostet. Und wenn mir das gelingt, Kinder müssen ein bisschen zurücktreten, weil es könnten dann scharfe, spitze Eisteile durch die Gegend fliegen. Wenn mir es gelingt, möchte ich einen tosenden Applaus hören. Krieg ich dann die Kette? Ja. Wenn es mir nicht gelingt, dann müsst ihr sagen, ist nicht so schlimm als Hans. Wir lieben dich trotzdem. Okay? Seid ihr bereit dazu? Ja. Okay. Auf drei, okay? Eins. Ja, alle zusammen, okay? Moment, die Kette war verdammt teuer, okay? Das muss ich echt auszahlen. Okay? Jetzt. Eins, zwei, drei. Ah! Habt ihr das schon mal gesehen?